Und die Izzy und ich spielen heute Sims. Und zwar machen wir eine Challenge. Und zwar die Cinderella in Sims Spiel Challenge. Das wird ein kleines Projekt, das dann abwechselnd auf meinem und auf Izzys Kanal kommt. Also immer abwechselnd bei mir am Donnerstag und bei Izzy am Montag. Und unsere erste Prinzessin ist Cinderella. Izzy, was ist die Challenge? Wir spielen als Cinderella. Cinderella ist ein Teenager und hat eine sehr, sehr böse Mutter und zwei sehr, sehr böse Stiefschwestern. Cinderella darf erst heiraten, wenn sie die Mutter getötet hat. Beziehungsweise, wenn sie gestorben ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss die Mutter tot sein, dann darf sie heiraten, dann haben wir das Ziel erreicht. Okay, also unser Ziel ist zu heiraten. Ziel ist zu heiraten. Zusätzlich haben wir ein paar Dinge, die das erschweren. Und zwar müssen wir täglich das Haus sauber machen. Okay. Und wir müssen für alle das Essen kochen. Jedes Mal? Ja. Immer? Immer wenn Essen gekocht wird? Genau. Jedes Gericht? Yes. Okay, alles klar. Ja, so sieht's aus. Dann fangen wir mal an und machen unseren Charakter. Okay, alles klar. Wir haben jetzt hier schon mal einen Kopf gemacht für Cinderella. Wir haben hier extra Beispielbilder offen auf der Seite, jeder. Aber ich glaube, das ist ganz okay. Ich bin jetzt nicht unzufrieden. Und jetzt zaubern wir ein Outfit. Was hättest du gerne? Ein Kleid, oder? Für den Alltag würde ich eigentlich kein Kleid nehmen, oder? Im Alltag hat sie dieses braun-blaue Kleid an. Eine Schürze. Eine Schürze? Okay, alles klar, wir suchen jetzt eine Schürze bei Kombinationen. Das geht, oder? Ja, das geht halt echt. alles klar. Das Sushi-Meister-Outfit, wie wir es auch hier nennen im Fachjargon. Dann brauchen wir jetzt noch ein Abends-Outfit, damit wir auch auf den Ball gehen können abends und hübsch aussehen und uns einen reichen Prinzen angeln. Ein richtiges Ballkleid anziehen. Ein richtiges Ballkleid, ja. Warte, das ist gut. Oh mein Gott, das ist gut. Das ist wunderbar, das ist genau, was wir gesucht haben. Ja, perfekt. Brauchen wir Sportklamotten? Oder sollen wir einfach die Standardsachen nehmen? Das ist in Ordnung. Okay, das finde ich nämlich auch in Ordnung. Das ist ein guter Schlafanzug. Was ist das? Ausgekleidung. Da habe ich ein Problem mit. Mit dieser Ausgekleidung. Ich will nicht lügen. Will ich nicht rausgehen. Guck dir dieses Outfit an. Das sieht furchtbar aus. Was ist denn das? Guck mal, das sind die Partyballons. Also ich sehe ja, weißt du, Abendkleidung. Nee! Was ist das für eine Strumpfhose? Was soll denn das Kopftuch und die Brille? Warum auf einmal? Die hat doch keine Sehschwäche. Warum hat sie die einfach aus Style-Gründen angezogen? Beim Ausgehen hat sie eine Sehschwäche und sie hat noch ein Handtuch um die Haare, weil sie sich gerade frisch die Haare gewaschen hat. Das sieht halt echt so aus, ne? Erst mal ein Ausbesuchen dafür. Okay, ich glaube, das ist jetzt ganz gut. Wir haben jetzt das wilde Outfit von davor gefixt. Oh, ich würde noch andere Armbänder machen. Irgendwie gefallen mir die nicht. Gut, dann haben wir jetzt unser Ausgeh-Outfit. Mit Baden bin ich okay. Nee, das ist ja doch okay. Badekleidung. Dann haben wir noch heißes Wetter. Auch in Blau. Meinetwegen auch in Blau. Gut. Kaltes Wetter ist schwierig. Gut, dann haben wir unsere Outfit-Sachen geschafft. Unser Gesicht ist fertig. Jetzt ist die Frage. Möchtest du gerne sportlicher, weniger sportlich? Irgendwas in die Richtung dicker, dünner? Oder ist das in Ordnung? Das glaube ich, so. Ja. Sehr mittelmäßig. Gut, wähle ein Bestreben. Unser Bestreben, wir wollen ja heiraten, also ist unser Bestreben wahrscheinlich die Liebe? Vorlieben und Abneigung. Unsere Lieblingsfarbe ist blau? Blau! Okay, gut, mögen wir. Aber sie mag ja auch rosa, oder? Sie mag auch rosa. Was mag sie denn nicht? Welche Farbe hasst sie? Schwarz mag sie nicht? Ich glaube nicht. Okay, aber was ist, wenn sie ihren Prinz findet und er hat einen schwarzen Anzug an? Ja, und dann findet sie den doof. Das ist so ein Problem, dann muss sie den rosa färben. Vielleicht mag sie braun nicht? Ich glaube, okay. Ich glaube, das ist in Ordnung, solange sie blau und pink mag. Dann ich glaube, Aktivität ist wichtig. Sie mag auf jeden Fall backen und kochen. Backen und kochen, auf jeden Fall. Genau, backen. Ganz oben macht sie backen. Dann ist Kochen hier unten. Yes. Geschicklichkeit würde ich auch sagen, weil sie muss auch Sachen reparieren. Absolut. Sie mag auch Gartenarbeit. Sie mag auch Gartenarbeit, ja. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Ich glaube, sie singt. Ich glaube auch, dass sie singt. Sie ist eine Disney-Prinzessin. Sie ist eine Disney-Prinzessin. Welche Disney-Prinzessin singt nicht? Pärchendeko! Pärchendeko? Ganz unten. Guck mal da. In der Mitte. Ah, Märchendeko. Ja, okay. Lieben wir. Wie? Deko. Also so. Pärchendeko oder rechts? Queen Anne. Ja, oder? Ja. Ich guck mal. Deko im französischen Stil war da auch noch. Oh, ist das gut? Ich denke schon, Cinderella kommt doch aus Frankreich. Lol, ehrlich? Ich glaube ja. Genau. Wusste ich nicht. Okay, gut. Cinderella kommt scheinbar aus Frankreich. Wir sind
da gibt's jetzt wieder Challenge-Sachen. Wir hatten auf jeden Fall Genießerin. Foodie ist Genießerin. Ja. Und ordentlich. Und ordentlich. Okay. Haben wir sonst noch andere Traits oder sind das unsere einzigen zwei? Nee, ich glaube, das war's. Sie ist ein Teenager, oder? Sie ist ein Teenager. Ich glaube, das hatte ich aber schon eingestellt gehabt. Das sieht nur nicht so aus. Ja, jetzt den Erwachsenen. Wir brauchen jetzt noch Cinderellas Mutter. So, wir haben jetzt unsere weiteren Charaktere gemacht. Das hat ungefähr 500 Jahre gedauert. Also, das hier ist unsere Cinderella. Dann haben wir hier die böse Stiefmutter, Gräfin Tremaine. Dann haben wir Schwester Nummer 1. Die heißt übrigens Drizella. Wusstet ihr das? Wir haben extra googelt. Scheinbar heißt die Drizella und ihre Schwester heißt Anastasia. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt unsere kleine Cinderella-Challenge. Sieht sehr gut aus. Familie Disney übrigens. Wir hatten keinen Nachnamen. Tremaine heißt die. Soll ich die Tremaine nennen? Weil Cinderella haben wir einfach mit Nachnamen Disney genannt. Ja, ja. Na gut. Tremaine. Wunderbar. Alright. Gemeinsam sind wir stark. Klasse. Ja, dann ziehen wir mal ein, oder? Alles klar. Hier ist unser Haus. Hier sind wir jetzt eingezogen. Das ist unser wunderhübsches, Haus. Zeig mal unser Haus von draußen. Okay. Warte. Hier ist es von draußen. Da-da-dim. So sieht unser Haus aus. Wir sind hier sogar eins der größeren in der Nachbarschaft. Hier ist nämlich noch ein ganz kleines links neben uns. Aber es sieht eigentlich ganz süß aus, so ein kleines Farmhaus. Und oben sind die Schlafzimmer. Und dann hätten wir hier, keine Ahnung, warte, ich mach kurz den Raum auf. So, hier haben wir ein Schlafzimmer, zwei, drei und ich glaube, das hier ist ein vierter? Das ist noch einer. Das ist kein Wohnzimmer, das ist noch ein Schlafzimmer. Unser Wohnzimmer ist unten. Oben, wir haben vier Schlafzimmer. Wir haben vier Schlafzimmer, das ist, nehme ich an, von der Mutter, dann ist das hier von Cinderella, dann ist das von der ersten Schwester und das von der zweiten. Okay, alles klar, können wir so machen. Oder? Das würde Sinn machen. Ja, ja. Ich möchte nicht mit Batu reisen. Okay, und unten ist unser Wohnzimmer. Ja, da wird Cinderella sich wohlfühlen, wenn sie kocht. Ja, weil sie muss jetzt alles kochen. Ich denke, damit kann sie auch eigentlich gleich mal anfangen, oder? Ja, genau. Sie kann das Willkommensdinner dann jetzt zaubern, oder? Das ist eine gute Idee, absolut. Okay, Cinderella, du kannst hier Festmahl kochen. Cinderella, viel Vergnügen. Was kocht, ist ein Festmahl? Die kann man, zum Einzug kann man ja auch mal ein Festmahl kochen. Wie spät haben wir es denn? 9 Uhr, ein festliches Frühstück. Oh, die freut sich. Eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass wir ihr die Traits gegeben haben, dass sie das mag, weil jetzt freut sie sich darüber, dass sie die ganze Zeit kochen darf. Oh mein Gott. Ich wünschte, das wäre so einfach im Leben. Unseren anderen Leuten geht es soweit ganz gut. Die sind hier glücklich. Die ist verspielt. Unsere böse. Die böse alte Hexe. Die böse alte Hexe. Wir haben ihr extra gemein und sowas gegeben. Verspielt. Ja, der geht's ganz gut. Die ist ganz zufrieden. Kann ja mal. Vielleicht ärgert sie gerade jemand. Oh, guck mal, wir haben schon Level 2. Guck mal, wie das hier rennt. Das ging Level 2 der Kochfähigkeit erhalten. Wir können jetzt Eier und Toast, Specksalat, Tomaten-Sandwiches und Tortillas machen. Und einen coolen neuen Kombi-Trick. Klasse. Ja, wunderbar. Oh nein, okay, kannst du da rennen? Alles gut. Wir sind hier noch. Sie hat es noch im Griff. Die Situation ist unter Kontrolle. Mach dir keine Sorgen, Kisi. Dann kann sie eigentlich aber alle zum Essen rufen und sagen: Hey. Genau. Oh, Qualität ausgezeichnet. Wunderbar. Hast du das gesehen? Hab's gesehen. Hallo, wir haben hier Essen. Ihr könnt kochen, kommen und essen. Guckt dir das mal an. Qualität ausgezeichnet. Ja, ja, klar, wir haben ja hier noch den Esstisch. Ach, da ist der Esstisch, okay. Wir können die Wohnung dann auch irgendwann ein bisschen modifieren. Aber ich würde sagen, momentan lassen wir uns erstmal hier... jetzt kommen die ganzen Nachbarn. Können wir ja mal scouten, ob da vielleicht ein guter Kandidat für uns dabei ist. Ja, irgendwann müssen wir das Schloss besuchen. Oh, gibt's ein Schloss? Denk die kommen hier einfach vorbei. Uneingeladen. Ihr seht nicht aus wie Prinzen. Es tut mir leid. Aber nehme ich jetzt ein Geschenk entgegen als die Mutter? Ich denke schon, ja. Oder? Ja, ja, klar. Eigentlich kann Cinderella das machen, weil die Mutter möchte bestimmt in Ruhe essen. Hallo Nachbarn, juppidu. Wunderbar, kommt alle herein in mein Haus, was nicht mir gehört, sondern meiner bösen Stiefmutter. Okay, die sind hier noch fröhlich am Essen. Cinderella kann theoretisch mal abräumen, finde ich. Und den hier auch noch. Ich finde, wir können den Mädels mal die Betten zuweisen, wo wer schläft. Oh, das ist eine gute Idee. Wen hättest du denn gerne wo? Also wir haben hier jetzt erstmal unsere liebe, wie hieß sie? Drizella?
Drizella. Drizella ist... Oh, guck mal, vielleicht kann Drizella hier wohnen, weil sie hat doch so ein gelb-blaues Kleid an, weißt du? Von den Farben passt das ganz gut in das Zimmer. Ja, warum nicht? Mhm. Die muss sich eigentlich nicht entspannen, weil ihr geht's gut, aber sie kann trotzdem vielleicht ein Buch lesen, oder? Ich glaube nicht, dass sie liest. Ich glaube, dass sie so ein Lesemensch ist, Ronja. Ich glaube, sie guckt eher Fernsehen. Ah, oh, okay, dann guckt sie eher Fernsehen. Dann schaut sie einen Film. Okay. Und ihre liebe Schwester, die wohnt... Der müssen wir noch ein Zimmer ein bisschen einrichten, weil ich glaube, die braucht eher ein pinkes Zimmer. Die kann dann ja, hier wohnen? Ja, kann sein. Oder? Ja, klar, warum nicht? Oh, aber sie muss erstmal aufs Klo. Warte kurz, da kümmere ich mich drum. Kein Problem. Hier, bitteschön, viel Spaß auf dem Klo. Ah, sie ist schon. Nee, sie ist noch nicht. Selber aufs Klo gehen, ist sie nicht alt genug? Ich lasse ihr aufs Klo gehen, okay? Ich bin ein netter Mensch. Hier wohnt unsere Oma. Die eigentlich keine Oma ist, die ist erwachsen. Die sieht nur, keine Ahnung, alt aus. Mit den Haaren sieht sie so alt aus halt, ja. Aber die ist eine Erwachsene und wir müssen irgendwie hinkriegen, dass sie das irgendwann stimmt. vor ihrer Zeit verendet. Sag das doch nicht so hart. Ich meine, noch können wir ja alle ein bisschen zusammen, weißt du, chillen. Sie kann sich ein bisschen mit den Nachbarn unterhalten. Macht sie auch schon. Guck mal, gute Gastgeberin. Klasse. Ich denke, die hat Cinderella einen Teller vergessen. Nanu? Cinderella. Cinderella ist nicht ja, gut. Ja, mal gar nicht. Hier, aufräumen. Sonst gibt's hier Ärger. Ich finde, sie kann auch langsam anfangen mit Gartenarbeit, Ronja. Ja. Das ist sehr... Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, sie sollte erstmal das Essen ins, in den Kühlschrank tun. Haben wir denn Gärtner-Equipment? Wahrscheinlich nicht, ne? Das muss, glaube ich, kaufen. Wir haben hier gar nichts. Sie kann hier leider gar nicht im Garten arbeiten, kommt hier gerade rein. Obwohl, was ist das? Beginnen schlampig zu arbeiten. Ach, da kann man ein Auto bauen. Sie geht halt ja auch noch zur Schule, oder? Sie geht noch zur Schule, das ist wahr. Aber die geht erst morgen zur Schule, weil heute ist Sonntag. Ich glaube, Gartenarbeit haben wir momentan noch nicht so viel für Cinderella. Was? Bewältigung der Aggression. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wie soll ich denn mit anderen Dingen fertig werden, wenn ich nicht mal mich selber unter Kontrolle halten kann? Wir haben hier nur die Auswahlmöglichkeit, mach Sport. Für unsere liebe Anastasia. Ja, dann muss sie wohl Sport machen. Ach, guck mal. Ach, das war der Rat von ihrer Mutter. Ah. Lol. Danke für den Rat. Der Rat von Gräfin hat die Charakterwerte von Anastasia beeinflusst. Herr, super. Guck mal. Ich denke, vielleicht kann sie ihr ja mal ein Kompliment machen oder den Tag verschönern. So, was können wir denn noch machen? Respekt zeigen. Oder ihnen von Herzen kommendes Kompliment machen. Was hättest du lieber? Oder die Schwester beleidigt sie jetzt erstmal. Oh, das können wir auch machen. Neidisch auf sie. Sie ist neidisch auf sie. Deswegen könnten wir hier... Mehr Auswahl? Gemein. Gnadenlos ärgern, finde ich. Wo? Gnadenlos ärgern. Alles klar. Das ist natürlich hart. Ja, aber die sollen sich ja nicht verstehen. Galbador. Ja, sieh aus aus meinem Haus. Wir wollen dich hier nicht mehr haben, wenn du nicht genug putzen kannst. Dieses Stockwerk ist sauber. Die glänzende Umgebung verleiht Sims Konzentration. Sie ist einfach sauzufrieden. Sie läuft durch ihr Haus und ist so, alles ist so sauber. Das ist richtig klasse. Bis zur Perfektion polieren, das klingt nach einem Job für dich. Das Glow-Putzen, wo ihre Mutter gerade drauf war, ihre Stiefmutter. Ja, kann sie ja mal machen, oder nicht? Ja, sprich jetzt ja nichts dagegen. Muss sie halt jedes Mal, wenn jemand aufs Klo geht, das Klo säubern. Oh Gott, das wirkt nach einer harten Challenge. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Okay, was möchte sie? Was ist das hier? Kann sie das essen? Was ist das? Von wem ist das Essen? Das hat sie nicht gezaubert. Das ist ein Job für Cinderella. Das kann sie wegräumen. Hier. Aber die haben das mitgebracht. Die haben das mitgebracht. Das dürfen wir leider nicht. Aber vielleicht kann sie ja was backen, oder? Was? Sie sagt's. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, aber Cinderella könnte eigentlich mal was backen. Das stimmt. Was könnte sie denn Schönes backen? Fertig-Brownies, Zuckerkekse oder Brotstangen? Alles eher mäßig köstlich. Lass mal Brotstangen anfangen, oder? Brotstangen? Ja. Okay. Das klingt gut. Und dann kann sie danach den Ofen bis zur Perfektion polieren vielleicht. Das ist eine gute Idee. Huh? Boah, ich bin gespannt, wenn wir morgen in die Schule gehen. Weil dann kann auch unsere Gräfin ein bisschen ihren Job ausleben, weißt du? Dann kann sie ein bisschen sagen, hey, Hausaufgaben jetzt machen, zack. Und weißt du, ein bisschen schimpfen. Ah, vielleicht kann Cinderella ja auch ein bisschen bei den Hausaufgaben von den Schwestern helfen. Ich finde auch, Cinderella darf nie das Haus verlassen. Du findest, Cinderella darf nie das Haus verlassen? Außer zur Schule halt. Die Frage ist, wir müssen uns ja irgendwann zu dem Ball rausschleichen. Ja. Um jemanden kennenzulernen. Also bis dahin.
Bis dahin. Bis okay. Dann, genau, bis dann darf sie das Haus nicht Also als Teenager das dürfen wir nur zur Schule gehen. Genau. Okay. Hier, du darfst mal aufs Klo, meinetwegen. Okay, unsere Mutter ist... Ich glaube, sie ist ein bisschen ermüdet. Sie kann sich eigentlich mal ausruhen, oder? Die braucht keinen Job, oder? Braucht unsere Mutter einen Job? Warte, wo geht sie denn jetzt? Hallo, hallo, hier! Schlafen! Das ist dein Bett! Ach, warte mal. Linke Seite des Bettes zuweisen. Wir müssen Betten zuweisen. Sehe ich gerade. Das ist wahrscheinlich, was du vorhin meintest. Level 2 der Wackeligkeit. Okay. Ich kann jetzt Haferflockenkekse, Getreide-Marshmallow-Vierecke. Nice. Lecker. Und Cremetörtchen, Donuts und glasierte Donuts in der Tortenfabrik backen. Vielleicht dürfen wir irgendwann mal in die Tortenfabrik. Als Erwachsener dann. Oh, ja, unangenehmes stimmt. Gespräch. Sehr wütend. Oh nein. Ich glaube, die Schwestern verstehen sich nicht so gut. Die verstehen sich auch nicht untereinander. Leute, ihr sollt euch mögen. Also wenigstens die beiden. Vielleicht sollten wir an der Beziehung okay, arbeiten. Okay, wir arbeiten ein bisschen an der Beziehung. Überzeugen, dass es wirklich Monster gibt. Anbrüllen, entschuldigen. Leute, entspannt euch. Was ist denn das hier? Glaubhaft machen, dass es riesige Hühner gibt vielleicht? Nein, die auch entschuldigen. Die sollen sich beide entschuldigen. Ja. Das Problem ist, dass wir die beide so auf Konfrontation gemacht haben, dass sie einfach auch miteinander nicht klarkommen. Die ganzen Optionen sind einfach alle nur so, ich finde dich doof. Ich möchte dich hier gerne wissen lassen, dass ich dich doof finde. Dabei sollten sie sich eigentlich wüten und toben. Komm mal, tiefgründige Unterhaltung vielleicht. Hä? Oh, die gehen auseinander. Könnt ihr euch... Oh, nee. Oh, die ist ärgerlich. Muss ich jetzt selber im Spiegel anschreien? Okay, pass auf. Du wirst wieder entspannt. Vielleicht sich beruhigen zu versuchen. Machst du gerade schon. Ja, Cinderella, hast du eigentlich Hausaufgaben? Ist jetzt meine Frage. Vielleicht hat sie im Inventar was? Nee, backen, Charisma, kochen kann sie bisher. Sie ist nicht so dicke mit ihren Schwestern, aber das ist, wie sie sein soll. Und das sind Hausaufgaben. Hausaufgaben machen. Ich denke, ihre Schwestern müssen eher weniger Hausaufgaben machen. Oder? Müssen die? Also die hier möchte schlafen. Na gut, machen wir mal Hausaufgaben. Großes Hausaufgaben-Event hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die das machen. Wahrscheinlich ist die eine am Esstisch. Die anderen haben oben vielleicht Platz. Die macht gar keine Hausaufgaben. Doch, macht sie. Ah, lol. Okay, sehr gut. Cinderella, machst du deine Hausaufgaben? Nee, du machst noch sauber, das ist auch schön. Die machen einfach alle ihre Hausaufgaben. Hä? Die schimpfen gar nicht. Die machen das einfach. Und scheinbar verstehen sich die Schwestern auch wieder, weil die sind jetzt hier am Chillen im gleichen Zimmer. Das finde ich gut. Alles klar, wir haben jetzt aber erstmal alle Hausaufgaben erledigt. Wir liegen in den Betten, alle schlafen, alle haben Bett zugewiesen, alle sind semi-glücklich, außer Cinderella. Cinderella hat Hunger. Aber, oh, die haben alle Hunger. Ich denke, dann kann Cinderella auch ein bisschen früher aufstehen eigentlich als die anderen morgen und kann ein bisschen Frühstück vorbereiten. Gut, aber dann haben wir es jetzt 0.07 Uhr. Damit ist der Tag vorbei. Den nächsten Tag hat dann die Easy. Ich gebe ihr dann, schicke ihr dann den Spielstand rüber und dann haben wir das auf, bei ihr. Also wir spielen das immer zusammen, aber es kommt halt, wie gesagt, abwechselnd auf meinem Easy, und auf Easys auf Kanal. YouTube, genau. Kommt auf nächsten Montag, also am 1. November, die nächste Folge. Und dann sehen wir uns da. Und genau, falls es euch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Ich versuche hier aus einer Playlist zu machen, damit ihr die Videos auch in der Reihenfolge gucken könnt. Aber das macht wahrscheinlich dann erst ab 2, 3 Videos Sinn. Und ja. Das war's. Alles klar. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!